Mahlzeit, lieber Stream, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir können anfangen. Wir könnten zunächst einmal schauen, was für Anträge in der Pipeline sind. Ich glaube, diesen Freitag ist wieder Antragsfreitag. Wir haben das letzte Mal gehört, zumindest steht hier noch das Stichwort Antrag zur EEG-Umlage, Fragezeichen. Obwohl, war das das, was ich gefragt hatte, oder war das was aus eurem Bereich Wirtschaft? Wenn das nicht aus Wirtschaft kam, können wir es jetzt direkt streichen. Dann hatten wir nur letztes Mal irgendwas diskutiert. Dann streiche ich das weg. Ansonsten käme auf jeden Fall noch, der Titel könnte lauten, wenn man das zumindest durch den FDP-Generator schickt, Landesregierung darf Rückbau des ÖPNV nicht zulassen. So, da habe ich schon das letzte Mal oder das vorletzte Mal erwähnt, dass es da zentral um Probleme im Ruhrgebiet wie Mülheim an der Ruhr oder Essen geht. So, das würde ich jetzt diese Woche mal in Angriff nehmen, textlich. Haben wir sonst noch was, was für ins nächste Plenum soll und was wir hier eventuell besprechen können? Ja. Ich glaube, von der Wirtschaftssache werden vermutlich zwei Sachen kommen. Einmal wollen wir die Breitbandausbaufinanzierung sicherstellen. Da läuft ein kleiner Disput, oder da haben wir eine andere Auffassung als der Wirtschaftsminister und die SPD. Wir glauben nämlich schon, dass es möglich ist, das über EFRE-Mittel finanzieren zu können, weil die Verordnung einfach so aussehen. Punkt. Und aus dem Ministerium kriegen wir halt immer die Antwort, nee, die Kommission will es nicht. Aber sie will es halt ungern. Sie sagt, sie möchte es mündlich. Sagt mündlich, sie möchte es nicht so gern. Das sollte aber die Landesregierung, wenn sie wirklich den politischen Willen hat, nicht davon abhalten, hier wirklich eine EFRE-Finanzierung für Breitbandausbau vorzunehmen. Und da sind wir mit anderen Parteien, Fraktionen in Verhandlungen, dass wir dann gemeinsam einen Antrag machen, dass Breitbandausbau auch über EFRE-Mittel passieren soll. Das ist das Erste. Und das Zweite, wo andere Fraktionen gemeinsam einen Antrag vermutlich einreichen werden, ist zum Handwerk. Da ist es so, die anderen Fraktionen möchten den Meisterbrief schützen, so nennen sie es, gegen Vorhaben der Europäischen Kommission, die da immer ihre Vorbehalte hat. Und wir im Wirtschaftsteam haben jetzt beraten, dass wir uns diesem Antrag, dem gemeinsamen Antrag, wenn er jetzt im Dezember vermutlich kommen wird, nicht anschließen wollen. Und überlegen dann vielleicht, ob wir dann halt einen Entschließungs- oder Änderungsantrag machen, um unsere eigene Position zu erklären. Das könnte gut sein. Es ist so, dass die Europäische Kommission möchte das Ganze evaluieren. Also das Problem, auch wenn man es europarechtlich mal sieht, ist so, dass das Fachwort sind ja eigentlich Berufszugangsbeschränkungen. Na, also wenn man jetzt in gewissen Handwerksberufen ein Unternehmen aufmachen möchte, einen Betrieb, dann braucht man halt den Meisterbrief dafür. Und die Europäische Kommission sieht es halt in verschiedenen Ländern und sagt, ja, warum muss das wirklich so sein? Lass uns das doch mal evaluieren und möchte auch eine Evaluation, glaube ich, bis März 2014 vornehmen mit den Vor- und Nachteilen. Das will sich das deutsche Handwerk halt gar nicht antun und sagt, nee, es gab hier eine Handwerksnovelle 2004 und wir sehen überhaupt keine Vorteile, das jetzt nochmal zu evaluieren und erst recht nicht irgendwas noch weiter zu lockern. Und ich glaube, so wie wir es bis jetzt gesprochen haben, könnte es halt sein, dass wir einen Entschließungsantrag machen und sagen, dass wir der Evaluation der Europäischen Kommission durchaus auch aufgeschlossen sind und wirklich das Ganze pro und contra abwägen wollen. Und uns nicht, wie die anderen Parteien, schon mal ganz einhellig hinter die derzeitige Ordnung zu stellen. Aber das war's zuerst. Ja, mich würde die Argumentation der Piraten oder euch von euch interessieren, weil es ja also nach der Novellierung der Handwerksordnung mit den beiden Listen durchaus eine kritische Debatte dazu gibt, inwieweit über
die partielle Aufhebung des Meisterzwangs, die partielle Aufhebung des Qualifikationsnachweises nicht zu einem Wildwuchs gekommen ist in diesen Handwerksbetrieben mit einem zunehmenden Problem der Produktqualität, der Produkthaftung und auch eine Konsequenzen in Bezug auf die Struktur der Betriebe und der Branchen, also mit einer Zunahme der Nachunternehmensketten und der Schwierigkeit der Durchgriffshaftung, die mit solchen Nachunternehmerketten einhergeht. Würde mich interessieren, mich würde auch interessieren, ob die FDP tatsächlich bei diesem Antrag dabei ist. Ach, ich greife mal noch dazwischen, dann kannst du das gleich zusammen beantworten, beziehungsweise zu dem, wie Piraten wahrscheinlich zum Meisterbrief und den Auswirkungen stehen, vielleicht eine Anekdote sozusagen aus den 90ern, da gab es ja viele aufkommende Computerläden, die haben dann Computer gebaut und verkauft und repariert und irgendwann mussten zahlreiche von denen zumachen, weil es hieß, nee, ihr braucht einen Meisterbrief und zwar als Fernsehtechniker. Und dann durften nur Fernsehtechniker Computer reparieren, die konnten das aber nicht. Also das hat man scheinbar irgendwie gelöst, dieses Problem von damals. Es hat auch nicht alle Computerläden getroffen, nur die, wo dann geklagt wurde. Ich wollte fragen, wann jetzt eigentlich der Ausschuss ist und ob noch Chance besteht, vorher sich, nicht der Ausschuss, das geht ja um Plenum, also ob die Chance besteht, sich vorher noch mit Vertretern vielleicht von anderen Meinungen zu unterhalten. Ich habe interessanterweise festgestellt, bei einem sehr verwandten Thema, der Zwangsmitgliedschaft in Kammern, dass wenn man sich zum Beispiel mit der Architektenkammer, die ja keine Zwangsmitgliedschaft haben, unterhält, dass die ja durchaus schöne, gute Argumente haben und man sich mit denen mal über Kammerrecht und weiter unterhalten sollte, weil es bei denen halt auch ohne die Zwangsmitgliedschaft gut funktioniert, wobei natürlich der Anreiz, dort Mitglied zu sein, sehr hoch ist. Man darf dann nämlich den Titel Architekt tragen. Ansonsten darf man das Gleiche tun, darf sich nur nicht so nennen. Gut. Jetzt weiter zum, ja, und genau wie zum Beispiel auch alle Lehrer in der GEW oder dem Philologenverband sind, weil sie dort bestimmte rechtliche Versicherungen und sowas drin haben, ist auch klar. Geht es denn nur um den Meisterzwang oder geht es um den Nachweis einer angemessenen Qualifikation insgesamt? Also ein Meister war ja vorher auch Geselle und so weiter. Konkret geht es erstmal um gar nichts. Nein, das ist wirklich so. Vielleicht fangen wir politisch an. Es gab auch ein Treffen mit zwei Handwerksfunktionären. Das deutsche Handwerk hat große Bedenken. Es gab ja diese große Handwerksnovelle 2004, wo der Meisterzwang in vielen Bereichen ja weggefallen ist. Und jetzt möchte die Europäische Kommission halt nochmal an das Thema ran, also allgemein in Europa, unter dem halt Wort, ne, Berufszugangsbarrieren. Und möchte jetzt evaluieren, möchte eine Datenbank aufbauen, wo alle Länder eintragen, welche Berufe haben Eingangsbarrieren und warum ist es so. So, und das deutsche Handwerk da schon Böses ahnt, will sie halt möglichst schnell jetzt alle Parlamente in Deutschland halt an den Tisch bringen und da möglichst viele gemeinsame Anträge zwischen möglichst vielen verschiedenen Fraktionen hinbekommen, dass man sich gleich schon gegen den Impuls der Europäischen Kommission ausspricht, bevor da die Evaluierungsergebnisse erstmal vorliegen. Weil sie ja schon ahnen, da könnte auch was Kritisches dabei sein. Die FDP ist dabei beim gemeinsamen Antrag. Ich habe extra nochmal nachgefragt. Ja. Doch, das ist so. Die Handwerker haben natürlich ihre Sichtweise nochmal dargelegt und haben auch nochmal betont, und ich habe da die Zahlen nochmal nachgeprüft auf dem Schreibtisch, dass es durchaus so ist, ne, dass seit der Handwerksnovelle 2004 die Struktur des Handwerks, ich sage jetzt mal, sich in dem Sinne verschlechtert hat, als dass es immer mehr
Selbstständige gibt, die, wo man dann sagt, das ist eher eine ungünstige Entwicklung, weil es ne, in den Bereich der prekären Selbstständigkeit etc. auch häufig abgleitet. Das heißt, das zusammen mit der Sache, dass aus meiner Sicht das Thema anzugreifen für uns nicht gerade gewinnbringend ist, weil, wenn man jetzt weitere Handwerkszweige von dem Meisterzwang ausnimmt, dann muss man aufpassen, weil entweder bilden die viel aus, dann greift man das duale System an, dann muss man halt jedenfalls gute Argumente haben, also geht ja, ne, aber muss man halt gute Argumente haben, oder das zweite sind halt Sicherheitsbestimmungen, also Elektromeister, ne, und wo es durchaus halt Sinn macht, dass es da Zugangsbarrieren hat, ganz augenscheinlich. Das heißt, ich glaube, jedenfalls ist es meine Intention, da eher eine abwägende Haltung vorzunehmen und sich jedenfalls aber den Bestrebungen der Europäischen Kommission jetzt nicht wie alle anderen Fraktionen gleich von Anfang an gleich kritisch gegenüberzustellen und das versucht abzuschmettern, sondern ein bisschen ergebnisoffener reinzugehen. Gut, noch Fragen dazu? Ansonsten noch andere Anträge? Du hattest noch eine Frage. Eine kleine Anmerkung, weil du hattest vor uns gerade gesagt, dass die Mitgliedschaft in den Architektenkammern freiwillig sei. Diese Freiwilligkeit hat allerdings einen kleinen Haken. Die Erlaubnis, den Titel Architekt zu tragen, ist daran gebunden, dort Mitglied zu sein. Wie Stefan gerade noch sagt, das Berufsversorgungswerk ist daran gebunden. Und darüber hinaus die grundlegende Erlaubnis der Tätigkeit nachzugehen, also sprich die Bauvorlageberechtigung, ist ebenfalls daran geknüpft, Mitglied in einem privaten Verein zu sein. Und das ist natürlich dann eine ganz interessante Entwicklung, zumal jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen drauf. Die Bauvorlageberechtigung kann erteilt werden, auch unabhängig von dem Studium der Architektur. Das heißt also, dass da die Berufserlaubnis verteilt wird anhand der Mitgliedschaft in einem Verein. Und das ist weitgehend privatisiert worden. Weiß ich jetzt nicht, ob man da wirklich von Freiwilligkeit sprechen kann, wenn dieser Zwang dann indirekt kommt. Gut, haben wir noch andere Anträge? Sonst würde ich gerne mal kurz, ich würde es gerne kurz ansprechen, dass, obwohl die Klimaschutzleute gerade nicht da sind, ich weiß nicht, ob die nachher noch kommen und ob wir es nicht nachher noch vergessen, wir haben ja ein Problem damit, dass der Klimaschutzausschuss Montag stattfindet, allerdings auch nicht konsequent an ungeraden Wochen, sondern ich habe gesehen, die sind jetzt erstmal ein paar Mal hintereinander an ungeraden Wochen, dann wechselt es und dann sind sie ein paar Mal hintereinander an geraden Wochen. Das heißt, uns jetzt vom Montag her anzupassen, bringt, glaube ich, nichts. Wir sollten unsere Sache beibehalten, ist meine Meinung, unsere Taktung. Ich habe mir zwischendurch überlegt, ob es Sinn macht, zu tauschen mit dem AK3. Da müssten wir erstmal wir alle natürlich dafür sein. Habe aber gerade von Hilmar gehört, dass AK3 natürlich das Problem stattfindet, dass sie nicht wie wir hier ein Vorstandsmitglied haben, sondern drei im AK. Insofern, wenn die Vorstandssitzung länger dauert, ist auch problematisch. Also ich finde gerade keine Lösung, wie man was man da tun kann, wenn die Klimaschützer ihre Sitzung haben. Irgendwie ist es doof, dass die am Montag stattfindet. Es gibt doch gar keine andere Sitzung. Ja, also wenn jemand eine Idee hat, her damit. Oder überlegen bis zum Ende der Sitzung. Vielleicht schaffen die es ja noch hier zu sein, dann können wir auch noch mal gemeinsam gucken. Ja, noch ein Kommentar dazu. Ansonsten würde ich zu den LEP-Terminen weitergehen. Gut, thematische Termine des AK4, da hatten wir so Doodles gemacht, aber wir hatten uns beim letzten Mal darauf geeinigt, dass wir erstmal mit dem LEP-Termin anfangen wollten. Wir haben den 12.12. nehmen wollen. Im 12.12. ist allerdings die Raumsituation äußerst problematisch. Insofern können wir am 12.12. eigentlich nur hier am Landtag mal eine, ich sag mal, Vorbesprechung machen in unserem Kreis und vielleicht auch gucken, weil wer möchte, kann auch von außen noch dazukommen. Und ich jetzt nehme ich erstmal den Stefan an, der wollte das dazu sagen. Also, ich bin mir nicht sicher, wie sinnvoll der 12.12. noch ist. Also erstens ist nächste Woche schon. Zweitens gibt es mindestens einen konkurrierenden Termin, der uns unmittelbar betrifft.
hier im Haus, nämlich die Debatte zu Fluglärm. Die Debatte zu Fluglärm ist ja nachmittags und der Dings wäre, hatten wir am Abend vorgesehen. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn wir uns treffen, ihn vielleicht nicht ganz so spät zu haben, aber es steht jetzt noch da, dass man sich da mal treffen kann zum LEP. Es macht vielleicht durchaus auch Sinn, intern nochmal so eine Runde zu machen, weil wir ja intern auch irgendwie nicht so, glaube ich, weiterkommen, uns darin zu vertiefen. Ansonsten noch hinterhergeschoben, letztens war noch in der dritten Januarwoche viele Räume frei. Ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht. Da hatten wir, glaube ich, auch per Mail rumgefragt. Vielleicht kann Andreas gleich was zu sagen. Aber jetzt haben wir, einfach gehen wir hier die Reihenfolge. Dazu, also die CDU hat im Wirtschaftsausschuss einen Zwischenbericht angefragt zum LEP. Der wird dann am 11.12. vorliegen und stellt dazu auch noch einen Haufen Fragen. Das heißt, auch wir haben natürlich die Chance, wenn wir es jetzt schnell machen, dazu Fragen zu formulieren. Oder jedenfalls, ne? So. Zum anderen, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt weitergegeben wurde, oder es gab ja mal so einen Versuch der Aufgliederung des LEPs, das nach einzelnen Ressorts und dass die Ressorts selber dann mal für sich arbeiten. Vielleicht kommuniziert man es nochmal oder schickt man es nochmal rum. Und nämlich, also aus meiner Sicht wäre nämlich der nächste Schritt, dass sich die einzelnen Ressorts dann die Kapitel, die für sie wesentlich sind, das durchlesen und dazu dann halt mal zwei, drei oder die zwei Sachfragen oder Themen aufwerfen, die wir dann weiter verfolgen wollen. Das ist jedenfalls wäre es aus meiner Sicht der nächste Schritt. Und daraufhin könnte man dann sich zusammensetzen, wenn das auf dem Tisch liegt, und dann versuchen, einen Gesamteindruck daraus zu schnüren und wie man es angeht. Und deswegen wäre ich tendenziell auch eher oder sehr stark eigentlich für einen Termin dann im Januar, muss ich sagen. Dann können sich alle auch nochmal den Zwischenbericht durchlesen und die Ressorts oder die Referenten und Abgeordneten können dann in ihrem Bereich dann bis Januar bestimmt auch die wesentlichen Sachen herausschreiben. Am 12.12. ist Chemie-Enquet, also auch DAF, daher auch für Januar. Noch eine Frage. Gibt es denn inzwischen Rückmeldungen von den Menschen, die bei der Präsentation dabei waren, die sich auch beteiligen wollten? Haben wir Rückfragen von draußen zum weiteren Vorgehen um den LEP, um die Beteiligung und die öffentliche Debatte ein bisschen zu unterstreichen? Oder ist das noch nur eine interne Angelegenheit? Ich mache es kurz. Wir hatten welche, aber aktuell, jetzt ganz aktuell, dass man nochmal nachgefragt hätte, nicht. Aber das muss nicht heißen, dass... Ja, eine Kleinigkeit zur Info. Also zum einen Budgets beantragt und genehmigt 300 Euro. Wir können Raum außerhalb nehmen. Es ist nach wie vor so, zumindest Ende letzter Woche so gewesen, dass die Räume im Januar frei sind. Das wäre die dritte Woche, alle Tage außer Mittwoch. Wir könnten uns da quasi einen aussuchen. Ich hatte da vor zwei Wochen mal so eine kleine Umfrage gemacht per Mail, nachdem die Umfrage, die Oliver zuvor mit per Doodle gemacht hatte, sehr wenig Resonanz gebracht hat. Die Mail-Umfrage hatte genauso wenig Resonanz gebracht. Und deshalb finde ich das jetzt gut, dass da jetzt die Leute sich jetzt auf einen Termin einigen können. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, falls das heute nicht der Fall ist, würde ich dann einfach dann nochmal hingehen und Dienstag oder Donnerstag, das ist meine persönliche Präferenz, dann halt eben buchen, weil scheinbar kommt das hier nicht zu einer Entscheidung, was den Termin angeht. Der dritte Punkt ist, ab dem Punkt können wir natürlich erst auch nach außen groß fragen, wer Zeit hat an dem Tag. Dann lass uns doch jetzt einen dieser beiden Termine, nämlich 14. oder 16. festzurren. Dann haben wir es einfach im Sack. Dienstag oder Donnerstag? Das ist jetzt nur reine Präferenz von mir, weil niemand anders hat sich dazu in irgendeiner Form geäußert. Also wir reden über die dritte Januarwoche, das ist die Woche vom 13. Januar. Bis zum 17. Genau. Also, dann streichen wir mal weg, wann was ist. Ich hole mir mal einen Zettel raus. Kai. Ich bin 16.7. in Brüssel bedankt. 16 und 17? Ja. Okay. Ja, dann werde ich da wohl... Ach so, Kultur.
Der Wirtschaftsausschuss ist am 15. Ihr habt am Mittwochausschuss drin. Was? Mittwoch ist Wirtschaftsausschuss, Donnerstag ist Kulturministerausschuss. Also wenn es ganztägig sein sollte. Ja, also ganztägig wollten wir es ja eh nicht machen. Eher so abends. Das sollte ja abends sein. Ich kann dir nichts Sinnvolles beitragen. Ja, aber du kannst kleine, lernen. Kleine Zwischenanmerkung. Es wurde vor, ich glaube, 4 Wochen war das hier, sich darauf geeinigt, dass es ein Abendtermin wird. Alles gut. Die Uhrzeit wurde mit 19 Uhr anvisiert und das Budget reicht im Grunde genommen für eine 4-stündige Veranstaltung. Als Vorbild hätten wir da die Veranstaltung zum Thema Schuldenbremse vom September, die, glaube ich, von allen als recht positiv aufgefasst wurde und von der Zeit her ausreichend. Ich möchte den Hinweis von Daniel, er könne nichts beitragen, und die Replik von Oliver, er könne was bei Lern aufgreifen, und so mal auf die Verständigung, die uns dazu gebracht hat, diesen Termin überhaupt zu diskutieren, zurückkommen. Es geht bei diesem Termin gerade darum, für uns festzustellen, was wir mit dem LEP anfangen wollen, welche Aspekte im LEP für uns womöglich spannend sind, für welches Ressort spannend sind und wie wir mit diesen Aspekten in die Öffentlichkeit gehen und in die Debatte treten. Wir haben wahrscheinlich bis Herbst 2014 Zeit, bis das Ding wirklich durch die Begleitung durch ist, um da zu einer abschließenden Position zu kommen. Also es geht jetzt nicht darum, schon eine dezidierte Position dazu zu haben oder exakt zu wissen, inwieweit der LEP für das eigene Ressort relevant ist, sondern genau das zu erarbeiten. Und das ist im Grunde so etwas wie ein erster Zugang. Dieser Abend, das war ja die Debatte, sollte von den Referenten der zuständigen Ressorts, also im Wesentlichen von Linus und mir, vorbereitet werden. Das hatte ich auch beim letzten Mal nochmal gesagt. Linus hat diese Liste kommuniziert, die immer noch als Arbeitsgrundlage vorliegt und meines Erachtens da betaugt. So, ja, also wenn... Da ja Kai am 16., 17. nicht da ist, wahrscheinlich auch 17. Freitagabend, auch wenn man sagen könnte, vielleicht bist du wieder zurück, das bringt es glaube ich auch nicht, dann bleibt ja im Grunde Montag und Dienstag übrig. Montag wäre dann praktisch, da haben wir auch mittags unsere AKs, das würde praktisch bedeuten, wir hätten abends dann die Veranstaltung, oder dienstags hätten wir halt unsere Fraktionssitzung, die Anhörung, die wir gehabt hätten, wird verschoben. Ich gehe auch davon aus übrigens, dass an dem Montag, Dienstag nicht viel mehr im Landtag passiert, als das, was jetzt schon steht, weil die CDU auf Klausurtagung ist. Insofern die Termine relativ sicher sind, Montag und Dienstag. Mein Vorschlag wäre jetzt also Montag oder Dienstag zu nehmen. Mir ist es erstmal egal. Dann lass uns den Montag nehmen, bitte, weil am Dienstag habe ich möglicherweise auch Obleuterunde am Kett. Das steht allerdings... Die Obleuterunde ist 16 bis 18 Uhr. Ich möchte mal was sagen. Ich finde die Idee gut, aber ich habe jetzt aus meinem Feedback, was ich jetzt bisher erhalten habe, habe ich jetzt noch vom Keim viel Passion und Feuer hier erlebt. Und ich finde, wir müssen die Themen schon vorher erarbeiten. Also ich fände es, sag mal, da das ja auch dann, oder ich weiß gerade nicht, reden wir hier gerade von einer auswärtigen Veranstaltung, weil du gesagt hast, genau. Also durchaus auch mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Also ich habe jetzt noch von keinem Referenten oder Abgeordneten wirklich gesehen, da sind ja spannende Themen, da müssen wir jetzt mal mit arbeiten. Und ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, ich weiß nicht, wie stark das Feedback von außen ist, dass da wirklich Leute sitzen und sagen, wir müssen diskutieren. Wenn aber mein Eindruck bis jetzt richtig ist, hätte ich so ein bisschen das Gefühl, das wird... dafür, dass es eine auswärtige Veranstaltung ist, so ein bisschen lahm, weil wir selber noch nicht genau wissen, wo ist das Feuer drin ist, wo sind die Themen, die uns total interessieren. Und zwar nicht nur wir hier im Raum, sondern eigentlich müssen da ja noch mehr, irgendwie Kommunen mit rein und Umwelt etc. Na gut, aber... Ja, genau das ist das Problem an dem Ding. Deshalb wollen wir eigentlich diese Veranstaltung machen.
Denn dieser LEP oder Landesentwicklungsplan, ich habe das auch irgendwie in meiner Rede versucht zu verdeutlichen zur Landesplanung am Mittwoch letzter Woche, das klingt so kompliziert und sowas, ach, das ist ja hier, die Politiker sollen mal. Aber genau das Ding ist eigentlich das, wo sich meiner Meinung nach sogar jeder in der Bevölkerung, jeder NRWler eigentlich durchaus wissen sollte, was das ist und durchaus wissen sollte, dass er sich da beteiligen kann, weil es eben um eine grobe Landesplanung geht. Das heißt, es geht nicht um irgendwelche Details, wo man viel tief reinsteigen muss und wo man sagen muss, ja komm, damit kann ich mich jetzt nicht auch noch beschäftigen, sondern es geht um alles. Es geht ums große Ganze. Und da halt aber nur sehr grob. Das heißt, man muss gar nicht in die Tiefe gehen. Es gibt nur ein paar wenige Sachen, wo Dinge sehr konkret geregelt werden, wie bei Kraftwerken, bei ganz bestimmten großflächigen Industrieansiedlungen, bei den Flughäfen. Und es gibt ansonsten halt die grobe Richtung. Und ich für mich finde, dass wir da als Piraten eine Meinung oder eine Richtung zu haben müssen. Also praktisch irgendwie fast im Grunde Pflicht ist, sich damit zu beschäftigen. Auch wenn es kein Thema ist, was groß in der Öffentlichkeit steht derzeit. Ich persönlich finde es auch so interessant, dass ich mich gerne damit beschäftige. Und es ist im Alltag leider ein bisschen jetzt damit untergegangen, weil es halt gerade nicht so dringend war. Und ich hoffe, dass es irgendwie gelingt, da noch ein paar Leute innerhalb und außerhalb dieser Fraktion zu begeistern. Da muss einem vielleicht allerdings auch noch was einfallen, dass das funktioniert. Also ich möchte das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Erstens, es gibt schon etliche Anträge, wenn es keine Anträge sind, dann zumindest Redebeiträge aus unserer Fraktion, die zum Thema passen. Egal, ob das New Park ist oder irgendwelche oder Datteln oder irgendwelche anderen Sachen, die haben mit Landesplanung zu tun. Wir haben den großflächigen Einzelhandel, wir haben den Regionalverband Ruhr als wichtige Adressen in der Landesentwicklungsplanung. Wir haben die Zuständigkeit der Bezirksregierungen, die Frage der Konkurrenzverhältnisse. All das wurde schon mal diskutiert. Insofern fangen wir nicht bei Null an, sondern wir haben bereits verstreut Positionen und Wissen dazu erarbeitet. Es gibt darüber hinaus ja den Vortrag von Blotevogel, der Jaroslav im Netz verfügbar ist, vermute ich mal. Ne? Er hört mir nicht zu. Also wir waren ja alle beim Einstiegsvortrag von Blotevogel, der uns allgemein über das Wesen von Landesplanung informiert hat. Hast du es ins Netz gestellt? Oder? Ich habe es ins Netz gestellt, genau. Aber noch nicht freigegeben. Okay. Ah, okay, okay, das doch, ist zwar okay, ja. Yeah. Okay, gut. Also, aber das war, glaube ich, auch die Bedingung. Blotevogel hat uns das Ding zum internen Gebrauch überlassen, hat es aber nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen, weil er nicht für jedes Bild, das er verwendet hat, die Rechte hatte. Also, das heißt, wir dürfen Blotevogels Folien für uns verwenden, aber nicht nach draußen bringen. Wenn wir es freigeben, nicht Folien, dann schwärzen. Wobei nur Audio nicht, ginge also. Ja, Audio kann ich ohne weiteres machen. Nur so, falls das jemand fragen sollte, ob er den Vortrag, also nur Audio könnten wir. Okay. Ach, ich will jetzt auch gar nicht der Bremser sein, ja. Aber ich glaube, sagen wir mal, wenn wir zweieinhalb oder drei oder vier Leute uns dafür interessieren, ja, weil es in unserem Fachbereich auch ist, dann glaube ich, sollten wir vier uns hinsetzen und also. Und nicht, ich hab bis jetzt noch nicht das Feuer bei den anderen gesehen. Und wenn wir wirklich nur vier sind, dann wisst ihr, was ich meine. Also ich möchte es überhaupt nicht stoppen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Ich bin eher der Meinung, lass uns da mal wirklich drei, vier gute Punkte finden, woran wir was machen können. Aber ja. Das kommt natürlich immer darauf an, wie es kommuniziert wird, gerade jetzt innerhalb der Fraktion. Ich meine, das Thema Landesentwicklungsplan ist wirklich ein Breitenthema zum einen und zum anderen ein Grundsatzthema. Da wird etwas überspitzt, da wird die Entscheidung getroffen, ob das Land in Zukunft ein reiner Wirtschaftsstandort sein soll oder ein reines Naturschutzgebiet oder irgendwas dazwischen. Und
diese Gratwanderung ist natürlich elementar und ungünstigerweise ist es halt eben gerade so, weil es halt eben sehr verklausuliert, sehr stark in Details, ob da jetzt ein Kraftwerk um 150 Meter nach links oder rechts verschoben werden muss. Solche Fragen blenden im Grunde genommen aus, dass es ums große Ganze geht und vielleicht kann man das gerade auch fraktionsintern einfach stärker kommunizieren. Ich habe es jetzt so verstanden, du möchtest gerne am liebsten, dass wir innerhalb von einer Woche beweisen, dass auch extern das Interesse groß da ist. Gerne intern. Ja, aber intern, intern ist, glaube ich, eine andere Baustelle als extern. Ich glaube, wenn man von externen Leute hat, wo man die sagen, ja, wir möchten unbedingt gerne zu dieser Veranstaltung kommen, dann ist es natürlich einfach. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich gut, den Raum trotzdem festzumachen, ne? Weil sonst können wir auf Februar verschieben. Und dann wird es doch ein bisschen knapp, weil dann ist das Beteiligungsverfahren nämlich zu Ende. Ende Februar. Ich glaube, das externe Interesse zu wecken dürfte vielleicht sogar leichter fallen, als das interne Interesse zu wecken. Um da Leute hinzuzuholen, da braucht man einfach nur die verschiedenen Bürgerinitiativen für Kraftwerke, gegen Kraftwerke, für Stromleitung, gegen Stromleitung anschreiben. Und ich gehe mal stark davon aus, die werden dann von sich aus da auch ihr Interesse bekunden. Und zweite Sache, was vor allem Piraten betrifft, muss ich sagen, das ist kommunal relevant. Ist es für viele Kommunen und dann ist es auch ein guter Termin für die. Aber gegen den 13.01. gab es jetzt erstmal keine Kritik. Ne? Ansonsten hätten wir als Ausweichtermin noch den 14. Auch wenn der nicht so gerne genommen hätte werden wollen, wie der 13. Wir können den Hans-Jörg nochmal ansprechen, der reagiert ja mal recht fix. Und damit wir wissen, ob er am 13. kann. Ja. Hans-Jörg hatte schon geantwortet und hat auf beide Termine ein Okay gegeben. Nebst den anderen zur Verfügung stehenden Terminen allen auch. Dann, da Hans-Jörg jemand ist, der auch seine Terminzusagen korrigiert, netterweise. Das heißt, wenn er dann was vorhat, dann sagt er Bescheid. Dann ist das schon mal gut. Gibt es dazu noch Stimmen? Ansonsten würde ich sagen, könnte sich der A18 vorstellen, Ausschusssitzung, Anhörung, was wir sonst noch da haben. Ja, vielleicht das Spannendste bei uns ist die Anhörung zur Wirtschaftsspionage, soll jetzt am 6. Februar stattfinden. Wir haben unseren Aufschlag gemacht, haben 4 oder 5 Leute da nominiert und warten jetzt darauf, was die anderen Fraktionen machen. 16. oder 6.? 6. Genau, habe schon Fragen gestellt. So. Ich glaube, das ist gerade das Spannendste. Und die anderen zwei Sachen, Handwerk, Breitband, hatte ich ja schon vorgestellt. Ich meine, am 18. Januar ist die Anhörung zu den Gigaliner, ne? War das so? Ja, wir können ja gerade mal die Anhörung durchmachen, dann haben wir sie auch. Also wir haben am 17.01.2014, wo wir gerade bei Anhörungen sind, 12 Uhr Anhörung Gigaliner im Europaausschuss, aber wir sind natürlich mitgehangen. Wir haben am 28.01., das muss ich gleich im Kultur-AK auch nochmal sagen, Anhörung Denkmalschutz. Thema ist die Umstellung der Denkmalschutzförderung vom Zuschuss auf Darlehen, aber da der Daniel hier auch ist, kann er das gleich mitnehmen. Und wir sollten ja Sachverständige und Fragen bis zum 30. November nennen, aber wir haben schon Mitte letzter Woche gemeinsam festgestellt, dass wir gerne noch bis Mitte dieser Woche Zeit hätten. Aber das heißt natürlich, dass wir bis Mittwoch das umsetzen müssen. Mit anderen Worten, jetzt so langsam mal gucken müssten, was genau wir dort einreichen wollen. Wir haben ja im Grunde, müssen ja nicht mehr lange recherchieren. Wir müssen es nur irgendwie zusammenfassen und vielleicht uns auf eine bestimmte Anzahl an Sachverständigen und Fragen beschränken. Vielleicht an Daniel vor allem die Info. Wir haben im Bauen- und Verkehrsausschuss derzeit
derzeit noch keine Beschränkung, was Sachverständige und Fragen betrifft. Wir dürfen also so viel einreichen, wie wir wollen, auch wenn wir jetzt für eine andere Anhörung den Auftrag bekommen haben, doch mal ein bisschen zu kürzen oder zusammenzufassen. Und dann sage ich dir gleich auch noch, am 11. Februar, 14 Uhr, gibt es eine Anhörung zum Thema Binnenschifffahrt. Die wurde geändert. Vorher sollte sie am 14.01. stattfinden. Da hat aber die CDU, wie ich gerade schon erklärte, Klausurtagung und hat gebeten, dass wir die doch verlegen. Und deshalb findet jetzt am 11. Februar statt, 14 Uhr, Anhörung Binnenschifffahrt. Wir haben Sachverständige und Referenten genannt, vor allem zum Thema Rheinvertiefung und Partikulierschifffahrt. Das fehlte bei den anderen völlig. Partikulierschifffahrt heißt, es geht um die Partikuliere, die nur ein einziges Schiff haben und selbstständig sind oder zwei Schiffe vielleicht haben, aber halt keine großen Unternehmen sind, die Tausende von Schiffen besitzen oder auch Dutzende, sondern die haben wirklich nur ihr Schiff und fahren damit durch die Gegend. Die sind eventuell durch eine Ausweitung, die hauptsächlich auf Kapazität der Schiffe zielt, also größere Schiffe, höhere Schiffe, mehr Container, benachteiligt, weil die müssten sich dann ein neues Schiff kaufen, das ist auch nicht so billig. Dazu vielleicht ganz kurz an Stefan die Frage, habt ihr euch schon von den Referenten getroffen, um die Fragen und Sachverständigen zusammenzufassen? Wir haben uns immerhin in der Teilgruppe SPD, FDP und Piraten getroffen und sind zu der Auffassung gekommen, dass wir nicht zwingend den Handlungsbedarf sehen und dass in der Vergangenheit auch aus 37 Referenten gute Anhörungen entstanden sind, weil natürlich nicht alle 37 kommen werden und auch nicht 37 verschiedene Stellungnahmen vorliegen werden, sondern zusammengefasste, gemeinsame Stellungnahmen entstehen werden und dass auch die Existenz von, ich glaube, wie viel, 63 oder 67 oder 68 Fragen nicht zwingend bedeutet, dass wir wirklich so viele unterschiedliche Antworten bekommen. Wir setzen uns aber noch mal zusammen in diesen Tagen. Wichtiger finde ich die Anhörung zum Denkmalschutz am 28.01. Die geht ja zurück auf den Antrag von der CDU, zu dem wir einen Entschließungsantrag formuliert haben. Aber die CDU hat die Anhörung verlangt, scheint aber momentan einigermaßen hilflos mit ihrem eigenen Vorhaben zu sein, weil nach Aussage des zuständigen Referenten, mit dem ich letzte Woche gesprochen habe, Hermes heißt er praktischerweise, dieser Antrag bei Oliver Wittke entstanden ist. Und Oliver Wittke ist jetzt in Berlin und nicht mehr hier. Und es fühlt sich sonst bei der CDU dafür niemand zuständig, also weder bei den Baumenschen noch bei den Kulturmenschen. Also es gibt momentan niemanden, der sich den Hut Denkmalschutzanhörung aufzieht. Und bei der SPD nimmt man das Lächeln zur Kenntnis und solange die CDU hier nicht in die Hufe kommt, sieht man da überhaupt gar keinen Grund, irgendwie initiativ zu werden. Ich werde heute noch mal rumgehen und gucken, ob ich mit Metzner und mit Hermes da noch mal ein Gespräch führen kann. Aber ich habe den Eindruck, diese Anhörung ist noch lange nicht gesichert. Und ich hätte kein Problem mit der Feststellung, dass niemand diese Anhörung braucht und die CDU müsste nur ihren Antrag zurückziehen und wir wären diese Anhörung los. Wir hatten eine breite Anhörung zum Thema und ich sehe nicht, wo der Erkenntnisgewinn in einer weiteren liegen soll. Wenn die CDU diese Position sich zu eigen macht, hätten wir einen Termin weniger. Gucken wir mal. Also die einhellige Sache im Sprecherkreis war, dass niemand was so richtig dazu sagen wollte, weil in jeder Fraktion es die Kultur und nicht die Bauabteilung machte. Ich hatte fast den Eindruck, dass wir Piraten da noch am ehesten drin sind, obwohl ja bei uns auch die Kulturreferenten. Ich habe mit den beiden Mädels gesprochen und die sind zwar auch einigermaßen unsicher, was das Benennen von weiteren Sachverständigen betrifft, aber die würden es natürlich durchziehen, ist klar. Also die wären dabei. Aber das scheint uns in der Tat vor allen anderen auszuzeichnen. Dann machen wir da gehen wir weiter. Wir werden auf jeden Fall irgendwas einreichen, das mitmachen, oder? Gut. Ansonsten, bevor ich jetzt noch kurz sage, was wir im nächsten Ausschuss haben, noch eine kurze Frage, gibt es noch was zu Wirtschaft, Mittelstand, Energie zu sagen oder zum Unterausschuss Bergbausicherheit? Hattet ihr schon einen Ausschuss nach der Sache mit Essen, wo ich jetzt nach Bremen, ja, 2x2 Stunden? Was?
Was? Ich bin auf der Hinfahrt, habe ich 2 Stunden länger gebraucht als normal. Zurück ging's. Ja, ich war auch nicht so, im Bezug nee. Von Stefan. Nee, die ist am 13. nächste Woche. Okay. 13. Schreibe ich gleich mal rein. Ich gehe davon aus, dass ihr darüber reden werdet. Lustig finde ich, dass der Baumherr wegen des Herauskommens der Geschenke ist. Das ist doch schön. Das spielt aber auch gar keine Rolle. Ich finde es spaßig, dass der Betrieb, der auf Autoverkehr oder auf Lkw-Verkehr setzt, das Verantwortliche dafür ist, dass die Bahn nicht mehr fährt. Nee. Er ist eben nicht dafür verantwortlich, sondern verantwortlich ist natürlich die Maßnahme, die da unter dem Bahnhof war. Also es hat also unter den Gleisen war. Es war ja ein Schacht worden, der da nicht hätte sein sollen. Und es ist ihm zu verdanken, dass man das weiß. Von daher 16 Meter Tiefe ist jetzt nicht so tief und ist durchaus absolut geeignet für einen Tagesriss. Und wenn dieser Tagesriss im laufenden Betrieb auftritt, dann möchte ich sehen, was gejankt wird, wenn der Zug da reinfährt. Also von daher, ich glaube, das ist einfach vorbildlich gelaufen. Die haben das gefunden, die haben sofort Alarm geschlagen, die Bahn hat sofort eine Langsamfahrt veranlasst und umgehend wurde mit der Befüllung begonnen. Also von daher ist das alles gut gelaufen. Ich bin gespannt darauf, was da jetzt kommt, was wir da an Bericht bekommen werden. Zumal da eine Aussage im Raum steht, dass ein Wording ist nicht dokumentierter Abbau, aber ein anderes Wording ist illegaler Abbau. Und die Frage finde ich auch noch interessant, wo ist jetzt die Grenze zwischen nicht dokumentiert und illegal? Nicht dokumentiert könnte bedeuten, ist sehr alt, keine Dokumentationspflicht eventuell und deswegen nicht gewesen. Oder halt tatsächlich nicht angemeldet, obwohl es hätte angemeldet werden sollen zu den Regeln. Also ich weiß tatsächlich noch nicht genau, was da kommt, aber ich freue mich dann tatsächlich auf die Berichterstattung. Gut, dann sage ich noch kurz, was wir im Ausschuss diese Woche haben. Diese Woche Donnerstag haben wir. Wir haben als Piraten nichts eingebracht. Die Ausschüsse waren jetzt sehr knapp hintereinander. Es geht um Gesetz zur Einführung wiederkehrender Straßenbaubeträge der CDU. Da müssten wir mal gucken, was wir da entgegnen. Aber wir sind bestimmt auf jeden Fall dagegen. Wir haben auf jeden Fall weiterhin im Programm die Bewertung und Anmeldung zum Bundesverkehrswegeplan. Einmal kriegen wir einen Bericht der Landesregierung, wie es aussieht. Und dann geht es auch noch um einen Antrag der FDP, die sich vor allem um die Hinterlandanbindung von der Seehäfen gekümmert haben in dem Fall und die Seeverkehrsprognose herausgekramt haben der Bundesregierung, die bei allen, was man so sehen kann, doch haarsträubend ist, was die Bevorzugung der norddeutschen Häfen im Gegensatz zu Rotterdam betrifft. Nur um es ganz kurz zu machen, die norddeutschen Häfen, wird davon ausgegangen bei der Prognose, dass die einen enormen Zuwachs haben, weil ja die Elbe und die Weser ausgebaggert werden und weil der Hafen in Hamburg ja ausgebaut wird, da wird es also einen enormen Zuwachs geben. Bei Rotterdam wird es nur einen ganz kleinen Zuwachs geben. Da hat man allerdings vergessen, dass Rotterdam ja auch einen gigantischen Ausbau hat, der vor allem auch schon so gut wie fertig ist und nicht in Planung und zurückgestellt. Also insofern, da muss man unbedingt als NRW ran. Es geht ums Landesinteresse sozusagen, wo dann alle Fraktionen beisammenstehen müssen. Dann haben wir Radschnellwege, Stadtbaukultur, Gesetz zu über Immobilien und Standortgemeinschaften, weiß ich gar nicht, was das ist. Momentan neue Regelung des Wohnungsaufsichtsrechts, das ist natürlich das Gesetz, auf das wir lange gewartet haben. Da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, auch ausführlicher drüber sprechen. Und dann geht es wieder um Wohnraumförderung. Also alles in allem wird das nicht so eine ganz ewig lange Sitzung werden im Dezember. Wir werden im Januar, wenn ich mich recht erinnere, das vielleicht auch noch
hatte ich dem Stefan, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Wir werden im Januar dann zum ÖPNV-Zukunftsgesetz jemanden haben, wahrscheinlich, der dann erzählt, was es da für Ergebnisse gab, nicht Gesetz. ÖPNV-Zukunftskommission, so heißt das Ding. Das ist von der Landesregierung eine Kommission, die gebildet wurde und die hat erarbeitet, was man Tolles machen könnte. Und die kommt tatsächlich aus unserer Sicht zu einigen sehr guten Ergebnissen und Empfehlungen, die aber andererseits auch weder in der Bundesregierung oder im Koalitionsvertrag oder so, noch bei uns im Land derzeit groß irgendwie Beachtung gefunden haben, sodass man da irgendwas handelt, sondern das, der wird gelobt, der Bericht, und weggelegt, glaube ich. Gut, das war's soweit als Info. Gibt es da noch was zu ergänzen? Okay, Andreas, danach rufe ich dann den A17 auf. Ja, eine Kleinigkeit so als Ergänzungsinfo hinter diesem Antrag der FDP zum Thema Seehafenprognose. Da steckt eine ganze Menge, nämlich auf Bundesebene haben die Grünen da auch schon ein paar Mal angefragt. Die Bundesverkehrswegeplanung 2015 ist anders als die Bundesverkehrswegeplanung 2003 auf sehr viel schmälere Prognosen gestellt worden. Die Prognosen berufen sich im Wesentlichen auf einen einzigen Faktor, das ist die reine wirtschaftliche Entwicklung. Das wurde von den Grünen im Bund kritisiert, das sollte von uns hier auch kritisiert werden, wie ich finde. Und es ist darüber hinaus dann natürlich auch eine sehr interessante Sache, weil dahinter steckt die ganze Open-Data-Problematik. Der Grund, weshalb letzten Endes diese Anfrage nötig geworden ist, ist, weil sich die Ausgangspunkte der Prognose geändert haben, es allerdings nicht möglich ist, diese Änderung der Ausgangslage zu berücksichtigen, weil halt die gesamte Prognose mit den Ausgangsdaten und den Berechnungsmethoden nicht veröffentlicht worden ist und daher die ganze Sache erheblich schwieriger macht. Das, was Oliver gerade gesagt hatte, diese Umkehrung der Verhältnisse beim Ausbau von Hamburg und Rotterdam, das hat ganz erhebliche Auswirkungen, aber die Frage bleibt natürlich, wie das berücksichtigt werden kann. Der Grund, weshalb die FDP da jetzt ein bisschen auf die Tube drückt, ist, weil bis Ende Februar die ganze Sache mehr oder weniger durch sein muss, weil dann der Bundesverkehrswegeplan in die Phase 3 geht, also sprich, dann quasi die Eingabe- oder Änderungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt werden, bis es dann irgendwann fertig rauskommt und auf Bundesebene debattiert wird. Also da ist ein bisschen Eile geboten und das Thema hat eine gewisse Brisanz, wie ich finde. Es gibt einen Koalitionsvertrag dieses Prioritäten-Dings. Und im Koalitionsvertrag gibt es einen Passus, der sich so lesen lässt, als ob nationale Versorgungen Priorität genießen. Dann dazu auch noch ganz kurz, er meint jetzt den Koalitionsvertrag im Bund, den neuen. Den Teil habe ich ja, weil Herr Groschek ja sicherlich dort mitgewirkt hat, ja sogar als Frage nochmal gestellt, einfach weil ich es wissen wollte. Und also nach Herrn Groschek ist auch unser Hinterland gemeint. Ich hoffe, dass man ihm da soweit glauben kann. Gut, gibt es sonst noch... auf die Minute bzw. Sekunde. Ich wollte gerade fragen, was haben wir sonst noch, weil unsere Klimaleute sind nicht da. Aber du kannst direkt erzählen, was ihr eben gemacht habt, würde ich sagen. Beziehungsweise, gut, du darfst dich vorher noch... deiner schweren Tasche entledigen und dich setzen. Ja, wir hatten gerade eben Ausschusssitzung, also Unterausschuss Klimaschutzplan. Heute ist eine Mail gekommen mit diesem Paper, das uns jetzt auch ausgedruckt vorliegt. Und darüber wurde berichtet und dazu wurden auch schon ein paar Fragen gestellt und beantwortet. Allerdings war natürlich, weil wir das eben erst heute Vormittag gekriegt hatten, die Fragen jetzt nicht besonders spezieller, sondern eher sehr allgemeiner Natur. Wer das haben möchte, um das durchzulesen über Weihnachten oder so, kann das kriegen. Wir haben Mittwoch, genau, wir haben also übermorgen noch die Ausschusssitzung des Umweltausschusses, also Ausschuss für Umwelt, Klima und so weiter, in Wuppertal im Zusammenhang mit einer Konferenz dort vom Wuppertal-Institut. Und da wird das auch nochmal in epischer Breite dann ausgeführt und dargelegt.
Das ist in Wuppertal selber, in der Stadthalle. Geht schon Dienstag los, Dienstagabend, mit einer allgemeinen Bedanksagung an die Beteiligten. Und Mittwoch ist dann wirklich Arbeiten da angesagt. Und wie gesagt, der Ausschuss und auch die Obleutetreffen des Ausschusses finden dort ab Viertel vor zwei statt. Viertel vor drei. Ja, der Ausschuss selber ist. Genau. Obleute treffen ist eine halbe Stunde vorher. Ich gucke gleich nochmal genau nach. Ich habe am Wochenende mit Simone darüber geredet und die hat mir Viertel vor drei gesagt. Ich war letzte Woche nicht da, ich weiß nicht, was gelaufen ist. Simone wird ja nicht da sein in Wuppertal. Ich werde ja auf jeden Fall dahin müssen, ob ich das jetzt wollen würde oder nicht. Simone wird nicht da sein und von daher muss ich dahin. Und dann wäre schon die genaue Uhrzeit. Ja, sage ich dir jetzt. Also das Ableutetreffen ist um 14.15 Uhr und um 14.45 Uhr ist dann der Umweltausschuss. Malersaal, historische Stadthalle, Johannesberg 40, 42103 Wuppertal. Ach, sag nochmal das Datum, damit ich, dann kann ich das hier ins Bett schreiben. Diesen heute, also. Falls ihr noch was über den Umweltausschuss wissen wollt oder so. Wir haben jetzt nachher noch das Vorbereitungstreffen. Da wird Simone auch nicht dran teilnehmen, weil sie ja am Mittwoch nicht kann. Genau. Mir ist das egal, wann wir das machen. Ich habe jetzt Zeit, glaube ich. Ich gucke gleich nochmal in meinen Kalender. Stellt das ein Problem rein, da eine halbe Stunde früher anzufangen? 14.30 Uhr? Gut, lass uns eine halbe Stunde früher anfangen, bitte. Gut, haben wir sonst noch was, was wir alle aus dem Bereich Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz wissen müssen oder dürfen? Habt ihr was besonders Wichtiges im Ausschuss? Okay. Jahresendausschuss. Also da wir diese nächste Ausschusssitzung ja in Wuppertal machen. Das ist außerhalb von Düsseldorf. Darf der Ausschuss auch nichts beschließen? Das heißt, das einzige Thema ist dann eben auch diese Klimaschutzgeschichte, Klimaschutzplan. Weiteres wird da gar nicht groß besprochen werden, weil es keinen Sinn macht, wenn man nichts beschließen kann. Am Mittwoch gibt es drei Berichte von Umweltminister Remmel. Einmal über Schadstoffe in Tee, in Spielzeug und von der SPD eingereicht, die über TÜV-Zeichen, wie gut die sind oder wie schlecht, weil es ja mit TÜV Süd, glaube ich, oder TÜV Nord irgendwo Stress gibt. Die haben wohl eine Firma zertifiziert, die nachher wohl schlechte Produkte geliefert haben und ich glaube, darauf beruft das. Habe ich noch nicht durchgelesen. Und die drei Themen, die werden da berichtet Mittwoch. Ja. Das ist nicht unwichtig. Die zertifizieren TÜV Nord und TÜV Süd oder solche, die zertifizieren Firmen. Und es ging, glaube ich, um Brustimplantate, die zertifiziert worden sind, aber total schlecht. Und die kriegen jetzt Prozesse an Hals ohne Ende. Habe ich sogar mehrmals in irgendwelchen Nachrichtenüberblicken jetzt
gelesen hört. Das heißt, es ist sogar medienrelevant. Gut. Dann würde ich nur fragen, ob wir noch was haben. Ansonsten wären wir soweit. Gibt es noch jemand, der was? Ich danke mich, dass ihr noch gekommen seid und noch berichtet habt. Das war sehr hübsch. Wir haben am Anfang zwei terminliche Sachen, aber insofern sind wir dann durch. Ich werde das nochmal nur sagen für unsere Neuankömmlinge. Wir haben zwei terminliche Sachen besprochen. Einmal, dass wir zum LEP, ich glaube der 12.12. fällt dann eher aus, es sei denn, wir treffen uns wirklich ganz intern irgendwann nochmal, aber das können wir dann auch kurzfristig machen, zum LEP am 13.01. eine Veranstaltung einplanen. 13.01. abends. Wohl dann außerhalb des Landtags. Montag ist das. Wir haben festgestellt, dass ansonsten vielleicht noch der Dienstag geht, aber also Dienstag ist Fallback-Tag, aber dass Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht funktioniert. Und wir haben auch kurz darüber gesprochen, das wiederhole ich jetzt einfach, insofern haben wir ansonsten Ende hier. Wir haben darüber gesprochen, was wir machen mit dem Klimaschutzplan Unterausschuss. Ich habe mir die Termine angeguckt, der ist also jetzt erstmal immer in den ungeraden Wochen, aber dann dreht sich das Mitte nächsten Jahres und dann ist er immer in geraden Wochen. Also hier dann auf zwischen ungeraden und geraden Wochen hier unseren AK zu wechseln, macht wenig Sinn, zumal ja in der anderen Woche auch schon andere AKs wieder sind. Die Idee, die ich zwischendurch hatte, war vielleicht den AK 3 und 4 zu tauschen, sodass wir nachmittags dran sind und der AK 3 vor, also mittags, wäre hübsch vielleicht die Idee, aber Hilmar sagt mir schon, Problem ist da, dass wir hier in unserem AK nur ein Vorstandsmitglied haben und im AK 3 sind gleich drei und die haben ja vormittags Vorstand und wenn er länger macht, dann haben die wiederum das Problem. Ich weiß also nicht, wie wir das regeln können. Wenn ihr noch eine Idee habt, her damit. Nee, wir können das einfach so beibehalten. Es ist egal, was wir machen. Es wird immer wieder das Problem auftreten mit Terminüberschneidungen. Da kommst du nie ganz von frei. Und dieser Unterausschuss tagt jetzt auch nicht so oft insgesamt, dass man einfach sagen kann, dann ist das eben mal eine Terminüberschneidung. Und der AK kann trotzdem einfach bei seinem Plan bleiben, denke ich mal. Gut, dann danke. Ich finde auch gut, dass du dann danach noch hier vorbeikommst. Insofern haben wir dann meistens trotzdem noch einen Austausch. Ich habe ja den Plan angeguckt, wir werden in der ersten Hälfte nächsten Jahres öfters haben. In der zweiten Hälfte nächsten Jahres werden wir gar kein Problem haben. gut, dann ist das so, dann machen wir das so. Und wenn es mal was Wichtiges gibt, dann müssen wir vielleicht gucken, dass wir können auch gucken, dass wir das wäre jetzt mein Angebot, wir können eventuell dann in Einzelfällen gucken, dass wir später anfangen, dann essen wir um 12 und fangen dann einfach hier eine halbe oder gar eine ganze Stunde später an und sind dann praktisch direkt an dem anderen AK dran, aber zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr ist ja momentan Mittagspause, sonst legen wir die für uns vor, okay, das dann eventuell, aber du hast ja nachher nichts, insofern würde es ja vielleicht passen. Gut. Egal, glaube ich. Also du hast immer Termin. Das stimmt. Alles klar, dann wünsche ich, wo wir es schon angesprochen haben, guten Appetit. Ich wünsche einen schönen Tag an den Stream und gleich könnt ihr in den AK3 gucken, das ist bestimmt auch sehr spannend. Ach nee, der hat nur Audioaufzeichnung, ne? Okay, ihr könnt den hören dann später irgendwann. Dankeschön. Fertig.